Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge World of Warcraft Legion. Und jetzt sind wir in der letzten Quest der Artefakt-Queste und beenden das mit dem... Ich bin ganz Ohr. Täuschungsschock. Alles läuft nach Plan. Wir beginnen, wo Klinge. Andere aufgeben. Bis nach zum nächsten Mal. Jahren sind wir ihr endlich auf der Spur. Lasst uns reden. Ich werde oben in wunderbare Waren auf euch warten, bis ihr fertig seid. Einer von Khadgars Speichelleckern hat dort mal wieder zu viele Fragen gestellt. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Gucken wir mal rein. Gehen wir raus. Mal da lang. Ich weiß nicht, ich kenne die Quest nicht, deswegen. Was ist das denn? Das ist ein Deutschland-Morschel-Schock, so wie wir jetzt gewählt sind. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich unten in Dalaran wieder raus. Ja, ja. Das ist der Abfluss. Das ist der Donnerbalken. Wieso können wir da nicht hier... Okay, dann gehen wir wieder raus. Müssen wir doch nach oben. Naja. Ist immer ein bisschen unschlüssig. Früher war es noch unschlüssiger. Gerade passt das alles. Raus. Achso. Was ist das denn? Naja, okay. Gucken wir uns das mal an, was das ist. Achso. Kommen wir hier eigentlich wieder raus. Da, wo wir auch sollten. Ist auch interessant. Hallo? Sucht ihr was Bestimmtes? Auf dann. Da gibt es hier nichts zum Berichten. Wollt vielleicht etwas Saftiges fehlt da. Hier mal hier seid. Und jetzt? Kommen wir nur, wenn man hier ins Zelt ist, da dran. Ja. Dahinter müssen wir hin. So, Paladin. Ein Paladin. Müssen wir jetzt wieder runter, oder was? Hier, hier. So langsam hatte ich euer Kommen bezweifelt. Wir werden sehen. Das Schicksal ist wohl auf eurer Seite. Akari befindet sich gerade hier in der Stadt auf Spionagemission. Ich sage euch auch gerne wo. Für eine kleine Rune der Portale. Bis dahin sind wir hier fertig. Desmond. Grabesleid informieren. Müssen wir jetzt wieder zurück? Oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mal darüber reden.
Was für mich immer ganz interessant ist. Ihr sucht doch etwas. Wenn man immer die Streams guckt, also bei manchen zumindest, da sind so viele Addons, die da aufblinken und dir irgendwas anzeigen und was du gerade gecastet hast und beim Heilen, was du heilen, wo du am besten mit heilen kannst und da das Addon und hier das Addon und das, dann kannst du unterwegs in einen Briefkasten in Addon und alles so eine, weiß ich nicht, Sachen, tausende von Dinge. Oder welche Aura, oder wann das Ding abläuft, sind die Leute alle blind, taub, oder hier oben sind immer die ganzen Buffs zu sehen, die dir gerade ablaufen, auch wenn sie dann gern, ja, sie sind, da so ein Legendary, zum Beispiel die Armschienen vom Magier, die haben so einen Buff, da musst du dann, wenn sie gerade, wenn der gerade aktiv ist, musst du so viele Pyro-Schläge raushauen, wie es nur geht. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt soll ich hier wieder nach oben. Worum geht es? Wäre das dann alles? Ich ja, bin ja. Nur mir selbst treu. Dann müssen wir jetzt hier wieder hochgehen. Also es geht mir langsam auf den Sack. Da hinten müssen wir. Ja? Ich bin doof, ja. So. Wir versuchen uns nochmal da. Wenn nicht, müssen wir jetzt hier wieder rausgehen. Diesmal. Nee. Das hat sich noch nichts getan. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ne, sind ganz viele Addons. Dann wie viel wann der Buff anzeigt und dann noch mit Simkraft und dann noch die das Addon und das Addon und das noch und das noch. Ich frage mich immer, für was braucht man da? Das sind dann irgendwann mal die Waffen, die man dann auch haben kann. Was ich mich immer frage, ist für was braucht man so viele Sachen? Man kann das doch auch so spielen. Ich mache genauso viel Schaden jetzt, wie die Leute von mir verlangen. Das erreicht den Leuten da zwar noch immer nicht, weißt du? Muss noch immer irgendwas anderes können. Aber, ich habe hier, da, Recount. Und, Desolate Boss Mode. Da, was, wann passiert Wann was passiert von den Bossen? Da hat sich bis jetzt nichts geändert. Aber naja. Ich habe kein Ziel. Noch nicht aktiviert, ja. Anvisieren. So. Ja, so ganz viele Addons, die dann hier auf dem Bildschirm rumschwirren. Das hängt, geht mir schon auf die Nüsse, weil das hier alles so hier in den Bildschirm reinragt. Aber naja. Weißt du, das ist mehr so ein Rätsel. Wieso braucht man so viele Sachen? Ja, da musst du Simkraft, da musst du die Porn und dann musst du dir dies und dann musst du dir das. Nö. Du guckst auf die Seiten, was an Items gut für deinen Charakter sind, weil du ja dich damit beschäftigt hast und nicht 980er Schar bei dir stehen hast und weiß aber nicht, was der für Stats braucht. Aber naja. Die Freude ist ganz meinerseits. Runen der Portale von Erzmagierin. Sie werden mich. Bleibt in den Schatten und versteckt euch. Die Kirin-Tor sind nicht dumm. So, dann haben wir das. Ne, so, was ich dann, wann die Aura anzeigt, für mich ist interessanter, wenn das.
Wenn man das irgendwie so umbauen kann, dass das ja ein bisschen schöner aussieht oder dass es anders aussieht. Brauche ja nicht Addons, wo die Buffs hier größer angezeigt werden, wann die ablaufen, wann die wieder dran sind und. Grund der Portale. Ist in der Mitte da. Soll ich jetzt da runter oder? Naja, sehen wir jetzt gleich, ne? Schönen guten Tag. Mögen die Reisen sicher sein. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hier runter oder? Das ist immer ein bisschen unklar, wo das ist und wo es danach suchen muss oder was? Naja, vielleicht gehen wir mal wieder hoch. Laufen jetzt hier schon 11 Minuten rum und für nix und wieder nix. Ach so, jetzt, ja, okay. Eine Insel mit zwei Bergen. Was denn? Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch das Ding jetzt genommen. So, jetzt warten wir, bis das Hüppemützchen da weggelaufen ist. Hey, das ist ja egal. Und jetzt? Ach so, jetzt müssen wir zu dem da unten wieder hin, der so einen Runden der Portale haben wollte. Hallo. Gezeichnet. Ihr findet Akari im Zauberkasten. Macht mich nicht wütend. Aliel, Schall Akari. Eure Zeit ist um. So, dann müssen wir zu Akari. Die da irgendwo im Zauberkasten ist vorne. Das ist die Schenke oder was? Hallo. Akari hat sich umgehend nach oben verzogen. Sie gehört euch. Ich sollte euch danken. Ihr habt mir die Mühe erspart, euch sie zu hat der, suchen. Da hat sie die später, die Dolche. Die kleinen Dolche. Kilhoden wird erfreut sein, wenn ich ihn euren Kopf bringe. Wo ist denn die Schlampe? Einen nach dem anderen werden euch die Reißzähne zerfetzen. Kirell voller Schild, elender Wurm, sterbt! Ihr glaubt, mein Meister sei so dumm? Jo, denke ich schon. Hallo. Ich bin ja nur mir selbst. Ich mich auch. Ich mir auch. Auf Wiedersehen. Valsun, ich werde euer Tod sein. Dann gehen wir jetzt da die Quest abgeben. Und dann?
Er hat uns bestimmt verarscht, der eine Typ. Und er hat die Dolche da. Vom Täuschungsschurken. Aber da habe ich bis jetzt noch keinen mit rumlaufen sehen. Ich habe bis jetzt hier immer nur die Muschel und die gesetzlosen Schurken gesehen. Hallo. Halt, halt! Mach das wusste ich nicht. Ich schwöre. Ich kann euch noch helfen. Ich kann euch zu Akaris Festung bringen. Danke, dass ihr einsichtig seid. Ja, dann zeigt mir mal das verzerrte Portal, liebe. Irid Akor, Shudash Ursul, Kurai. Erledigt, der Weg zur Schattenblut-Zitadelle. Ja, dann lass mich doch durch. Oh, das sind wir wieder beim, bei der Quest für den, vom. Wie heißt es? Vom. Dämonenjäger? Ne, nicht Dämonenjäger. Akari ist auf der anderen Seite der Zitadelle. Mit euren Talenten solltet ihr sie unentdeckt erreichen. So. Auf der anderen Seite, dann springe ich doch einfach hier in der Mitte drüber. Oder? Die haben auch so einen Dolch. Achso, die Hunde riechen. Das sind Hunde, ja. Ich glaube es auch nicht, aber. Achso, wir können denen eine Kopfnuss verpassen, stimmt. So. Damit er nichts merkt. Hallo. Und, Macht euch bereit, Diener! Unser Meister benötigt uns auf dem Schlachtfeld! Mehr drin. Unsere Gegner werden den quälenden Biss der Reißzähne spüren und ich sterben! Das, ne? Guten Hunger. Das ist mir gerade in dem Augenblick tot, als wir hierher kamen. Versucht, mich zu halten. Ja, wir wissen ja auch, in welcher uns kommen müssen, die so dick da aussieht. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Und jetzt? Wer kommt jetzt? Bringt sie in die Gefängniszelle. Ich bin noch. Das ist egal, bei den Wächtern auch. Du bist eine gute Wächterin. Ich bin keine Wächterin, verflucht. Rückt aus, Armeen von Kiljeden! Ruhm erwartet uns! Der Wärter bietet euch eine Gelegenheit zur Flucht. Ja, was soll ich denn machen? Nach Adam, Riese und Eva zu. Achso, jetzt weiß ich bald. Ja, Taschendiebstahl. Wieso habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Cirrus, kümmert euch um sie. Wir haben fast Kontakt. Ich kann das nicht angreifen. Holt eure Waffen. Wo waren die denn? Da. In der Kiste, der hockt da noch immer so rum. So ordentlich. Tschüss. Sind jetzt hier durch. Töte den Inquisitor. Ich sehe endlose Qualen. Länge ist unabhängig. Ich soll sehen, seine Augen lang nicht über der Rüstung. Schon wieder einfach was mit dem zu spielen? Ich muss näher ran. Ich
jetzt mal den da oben töten. Die Fänge sind in Reichweite. Kann man uns dann an einen vorbeischlagen? Tötet sie, ihr Narren! Meine Bestimmung wir sind doch nur eine. Wer wird denn da gerufen? Willkommen, Herr der Flammen. Willkommen. Also hat man den schon am Anfang gesehen? Nee. Der will aber nicht gegeben. Schon ja, von früher der. Gut gekämpft, Akari. Ihr habt meinen Segen verdient. Aber bald sieht man ja den. Man kennt ja jetzt schon mittlerweile den neu modulierten Kill-Jeden. Und jetzt... Die Macht der Reißzähne ist unvorstellbar. Ich bin eure bescheidene Dienerin, mein Fürst. Ja, ja. Jetzt zur wahren Prüfung. Zerstört mit Hilfe der Reißzähne die reiche Azeroth von innen heraus. Pflastert unseren Weg zum Sieg mit ihren Leichen. Ja, in 2-3 Wochen sind dann die Leute schon wieder am Durchrennen durch den Schlachtzug. Dass sie jeden das erste Mal töten, dann auf ruhig, dann. Dann, sobald müsste ich, dann müssen sie durchhetzen. Schnell, schnell, schnell. Müssen die töten. Kann man die in Augenschein nehmen? Ich bin außer Reichweite. Beenden wir es. Ein für alle Mal. Spürt ihr, wie euch die Klinge das Fleisch von den Knochen fallen lässt? Begleitet mich, Mephisto. Kein Versagen. Ich habe ganze Welten von innen heraus zerstört. Azeroth wird untergehen. Tja, siehst du, man kann auch als Muschelschoker die Quest für den Fleisch und Schoken machen. Keine Spielchen mehr. Voll hier in den Nether. So, dann nehmen wir doch nicht die Klinge. Weil die Klingen und dahinter. Reißzähne des Verschlingers. Die Zitadelle hat ihre Selbstzerstörung eingeleitet. Eil zum Portal! Ja, wir haben sie ja schon. Gehen jetzt gleich zum Portal. Wollen wir mal den Dolch aktivieren. Ist ja nichts aktiviert. Das ist ja schön. Wir sind mit der Quest fertig, aber nein. Ene Mene Mick und du bist weg. Ich weiß nicht, wie man den spielt, also von daher. Ist das egal. Entweder spiele ich mit dem Muschelschoken oder mit dem gesetzlosen Schoken. Schnell hier raus und dann sind wir schon fertig. Dann wird die eine Folge geschnitten, die davor ist. Dann wird das alles zusammengepurkelt und in den nächsten paar Tagen hochgeladen. Hat mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch auch erstmal Spaß gemacht. 26 Minuten, dann sind wir schon durch. Nicht schlecht.
gucken wir uns die nochmal an. Die ganzen Skins, die man so freischalten kann. Weißt du, was ich auch super interessant finde? Die Herausforderung da im Magiertor. Damit du noch einen Skin freischalten kannst. In verschiedenen Farben dann, wenn sie spezielle Sachen erledigt hast. Und die haben 96 Millionen. Was ist denn mit ihm jetzt hier? Sagt er was zu uns? Ah, ihr habt es geschafft. Gut gemacht. Und jetzt? Valera sagte, ihr würdet wissen, wo ihr sie treffen könnt. Ließ niemand, den man warten lassen sollte, bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Ja, ich denke mal schon, dass wir dem nochmal sehen werden, weil der vielleicht da was mit... Ja, da gehen wir bestimmt rein. Dann werden wir direkt in 5 Sekunden von irgendeinem Hayopayo. Siehst du, da ist schon die erste hässliche Kuh, die mir jetzt schon wieder an die Fersen klebt, weil sie doof ist. Ich hasse so eine Leute. Du willst spielen, einfach ganz normal spielen und dann gehst du da zufällig mal rein, dann... Ja, der macht PvP, aber der greift mich zwar nicht an, aber den töte ich jetzt. Da flippe ich aus, weißt du, da könnte ich schreien. Geht doch auf ein Schlachtfeld und haut euch die Köpfe ein, aber bitte nicht, wenn du einmal zufällig da reinkommst. Ja, ich zeig nochmal die Marke und zeig euch dann noch das Restliche. Was haben wir denn mit der Artefaktquest da freigeschalten? Das ist die Artefaktquest. Ja, das ist ja jetzt hier eigentlich. Warte mal. Unwichtig. Achso. Kann man Sternchenwurf machen. Naja. Ich weiß nicht, was mit. Wie der so auf. Was der so aus ist. Was ist der hier? Das ist bestimmt Täuschungsschurke. Ne, Gesetzlosigkeit. Aber noch nicht fertig mit der Artefaktwaffenquest. Dass die noch einmal aufgewertet wird und einen anderen Skin bekommen. Ne, mir geht das. Oh, da jetzt gerade hier mit diesem. Mit dem einen Skin im Magierturm. 96 Millionen hat die für einen Magier. Wie sollst du das denn schaffen? Da musst du schon so 900, 910, 915 Magier haben, damit du dann da durchkommst und da dir nicht ein, damit du nicht da ausrasten musst. Und das schaffst du irgendwie. Also ich schaff das nicht mit meinem Gear von 895. Geht nicht. Ich verschmelze mit den Schatten. Heißt denn der Angriff? Blutschlunzbiss. Greift das Ziel an, fügt ihm 79.346 Schattenschaden zu und verringert seine Bewegungsgeschwindigkeit um 8 Sekunden und um 60%, gewährt in Verlauf des 30 Energie. Aha. Gut. Jetzt gehen wir nochmal an den Schrein da hinten und zeige ich euch mal alle so Sachen, Skins und was man da alles freischalten kann. Da ist ein Täuschungs- und Gesetzlosenschurken. Achso. Da schon mal freigeschaltet und jetzt kann man uns die ganzen Vorlagen angucken. Hier kennen wir ja jetzt die grünen. Dann gibt es hier nochmal ein Blau, ein Lila und Türkis. Das ist dann die erweiterten, die sehen echt nicht schlecht aus. Die sind, ich finde, naja, okay, das ist jetzt kein Unterschied zwischen denen jetzt hier so groß. Sehen schon ein bisschen, sehen schon geil aus. Und halt so. Die kriegt man hier aus dem Magierturm. Das sieht, die sehen schon geil aus, ja. Aber ich weiß nicht. Es soll eine Herausforderung sein. Ja. Früher hatten die 30.000
Und nicht 30 Millionen. Das wird schon reichen, wenn das 15 oder 20 oder 30 wären. Damit du da eine gewisse Zeit dran beschäftigt bist. Das ist hier PvP. Aber, ne, du wirst dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich das letztes Mal schon gezeigt habe oder ob ich mir das nur selber angeguckt habe. Dann einmal den normalen, dann in blau, in schwarz und in gold. Dann gibt es hier in schwarz mit so einem Hauch. In grün. Soll ich jetzt behaupten, schwarz und mit dem blauen Hauch. Mhm. Die finde ich gut. Und die irgendwie besser. Was sind die PvP? Achso, das sind. Nein, nein. Und die sind aus dem Turm da. Nee, ich weiß nicht, wieso man das unbedingt so schwer machen muss. Ist das. Guck mal da. Der switcht jetzt auch da durch. Gibt's hier noch ein lila? Türkis. So sehen die ja schon besser aus, ne? Mit 30 und dann guckst du dir natürlich die anderen Quests an. Das ist dann ja mit Gul'dan, wenn man den schafft. Das ist hier PvP. Naja, nicht unbedingt schön. Und die sind aus dem Turm. Mhm. Ne, das ist, ich weiß nicht, das ist so unnötig. Da werden extra schwer gemacht. Und wieso, weshalb, weiß keinen Schwanz, aber ne, 30 Millionen, dann lockst du um, dann hab was mit dem Feuermage gemacht, dann mit dem Frostmage. Denkst du, ach da, der hat jetzt 75 Millionen. Ja, das schaffst du schon, ist kein Problem. Und dann siehst du, ja, da ist ja noch der normale, der Hauptboss. Der hat aber 96 Millionen. Wo ich mir da denke, wieso, weshalb, weswegen? Und dann denkst du, ja, da machst du mal Arkan, vielleicht ist ja da, du brauchst ja nicht unbedingt den Skin, der ist, ich weiß ja nicht, ob der unbedingt nötig ist. Doch, der ist nötig. Der ist dann 30. Der hat dann 300 Millionen. Was für eine Relation? Und dann auch mit den mit dem Hexmeister. Dann hatte ich da nur eine Skillung freigeschaltet. Mit den Artefakt auf der Faktwerfe. Und dann, dann kam so ein Wurm. Und dann, war dann noch so ein Taure, so ein da von dem Fell da, von dem Teufelsfeuer da verseuchten Taure. Und dann denkst du dir, ja, dann weiß ich, stunst du den und dann gehst du auf den Wurm, weil der weniger hat. Dann läufst du weg, bisschen Stoffi, ne? Kriegst du einen Schlag von dem Taure reingekloppt und dann bist du direkt tot. Dann denke ich mir, was soll das denn für eine, weiß ich, was für ein Ultra-Gear brauchst du denn dafür? Das ist unnötig, dass du die so, ja, erstmal so viel Leben haben. Du könntest ruhig ein bisschen weniger Leben haben, von mir aus, so 50 Millionen, 30 wird doch schon vollkommen reichen. Nicht 30.000, das wäre ja unnötig, da pustest du die ja um. Aber so 30 Millionen wäre doch okay. Nein, 96 Millionen. Als Magier. Als Stoffi. Hast irgendwo deinen Burst rausgehauen und dann sollst du das dann da schaffen. Ja. Na, ich hoffe, euch haben die ganzen Artefakt-Waffen-Quest mit dem Morschel-Schurken, mit dem Täuschungsschurken, mit dem gesetzlosen Schurken, mit dem Elementarschaman, mit dem. Wer ist denn jetzt nochmal?
Klopper-Chami, mit dem Heil-Chami, Wiederherstellungs-Chami, dann mit dem ganzen Druiden-Quest, dann die Magier, Krieger-Quest, dann die Paladin-Quest, dann Magier, habe ich ja schon gesagt, Magier-Quest, dann Magier-Quest, Priester und was haben wir denn noch? Hexenmeister. Ja, ich glaube, dann gibt's. Wir gucken mal gerade. Locken aus. Da passiert ja nichts. Weltbewegendes. So, ja. Mit dem Magier. Mit dem Dämonenjäger. Die haben wir auch alle gemacht. Mit dem Hexenmeister haben wir auch alle gemacht. Mit dem Paladin haben wir auch alle gemacht. Mit dem Druiden haben wir auch alle gemacht. Mit der Katze, mit der Eule, mit dem Bär, mit dem Heiler. Mit dem Schutzpaladin, mit dem normalen Retri-Paladin, mit dem Heilig-Paladin, mit dem Dämonologie-Hexer, mit dem Seuchen-Hexer, mit dem Zerstörungshexer, mit dem Verwüstung und mit dem Tank-Dämonenjäger, mit dem Treffersicherheits, mit dem Survival und mit dem Beastmaster-Jäger, mit dem Windwalker, mit dem Nebelwirker und mit dem Braumeister. Mönch, mit dem Fury-Krieger, mit dem Waffenkrieger und mit dem Schutzkrieger. Mit dem Elementarschaman, mit dem Verstärkerschaman, so jetzt haben wir es, und mit dem Heilwiederherstellungsschaman. Dann mit dem Frost, mit dem Blut und mit dem Unheilig-Todesritter. Mit dem Schattenpriester, mit dem Disziplin und mit dem Heiligpriester. Und zum guten Schluss haben wir jetzt den ersten gesetzlosen Schurken gemacht, dann den Muschelschurken und dann den Täuschungsschurken. Und ich denke mal, dass ihr könnt da gerne da reingucken, das alles in der Liste ist unterhalb immer von dem Video, könnt ihr euch das alles angucken, die ganzen 36, 38 Videos. Manchmal sind es auch zwei Videos geworden für eine Spezialisierung. Aber ich denke mal, dann könnt ihr euch die angucken und könnt ein bisschen Informationen sammeln. Oder wenn ihr das nicht gemacht habt, dann könnt ihr euch das angucken. Und ich hoffe, es gefällt euch. Oder ihr könnt euch für eigene Klasse entscheiden und wisst, was ihr zu tun habt. Damit ihr schon mal ein bisschen nicht mehr so viel nicht so ein Bammel habt, das da zu machen, ob das zu schwer ist oder was. Wünsche euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge und dann sehen wir uns bei einem nächsten Projekt. Vielleicht machen wir dann die verheerten Inseln unsicher oder sehen uns dann bei einem anderen. Zum Beispiel vielleicht mit dem Reittier oder so sehen wir uns dann wieder mit dem Magier, mit dem Hexenmeister und mit dem Dämonenjäger. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Mensch, euer Schöne. Ciao.